Willkommen auf the House of the Tesla. Ja, ist ein Rätselspaß für groß und klein, für alt und jung, für schlau und für doofe Kinder. Deswegen spiele ich das ja. Der Kongi. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt da bin und euch das zeigen möchte. Mal ein bisschen Demo. 8. Oktober 2024 erschienen. Sprache Deutsch, ist schon mal gut, allgemein, ist schon toll. Hinweise. Kann man ausschalten. Musik, Soundeffekte. Aussehen kann man anmachen. Kann man auslassen. Mehr gibt's gar nicht. Also, kurz und knapp. Ich zeig's euch mal. Ganz einfach. So, spielen. Ladebildschirm mache ich mir weg. Warum muss ich an Command & Conquer denken? Gerade. Okay. Sieht alles sehr interessant aus, so mit. Wo bin ich? Was ist passiert? Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Lies die Kommentare des Spielercharakters am. Ja, danke. Das ist er. Nein. Möchte ich nicht. Ich möchte fort. Halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe um die. Ja! Hab ich. Weiter geht's. Die hätten das so machen sollen. WASD machen sollen. Es ist dunkel hier, so ein Licht an einem. Ranzi, du machst Doppelklick auf die Lampe. Der Lupe. Die hat eine Kette. Mechanik. Es scheint, dass der Strom nicht funktioniert. Ich muss ein anderes Licht. Rechte Maustaste und. Ja. Also, eigentlich, guck mal, muss ich mal hier mal so gucken. Ist doch das Dach kaputt. Okay, das geht doch rein. Anzoom auf den Tisch. Ja, alles jetzt erklären. Mit Lupe machst du Doppelklick und dann machen wir nicht viel. In hier. Linke Maustaste. Ach, das muss festhalten. Irgendein Ventil. Wuhu, ein Ventil. Bin begeistert. Wieso? Es hat immer so mehr Escapes. Ventil. Luft gemacht. Egal. Wenn wir drehen und machen. Das ist nicht, das ist nicht so ein typisches Puzzle-Rätselspiel. Klick hier, such das mal da. Ich glaube, massive. Hat mir Gedächtnis verloren? Ich bin doch der Erfinder, oder nicht? Ich habe jahrelang meine harte Arbeit, meine Seele und das Geld von JP Morgan in dieses Projekt gesteckt. Sollte eine Revolution werden. Ein großartiges Beispiel dafür, wie menschliche Erfindungs. Reichtum das Leben einfacher der Leute verbessern kann. Freie Energie für alle, doch leider. Nur gibt es keinen Grund, bis Erfolg nachzuträumen. Ist ein Rückschlag. Alles, was in der Vergangenheit großartig war, wurde verspottet, verurteilt, bekämpft und unterdrückt. Ja, alles, was kostenlos ist, wird unterdrückt. Ist immer so. Weil da verdient man ja nichts. Und Wirtschaftslage ist ja vernarrt. Deswegen wird unterdrückt. Ich könnte vieles sagen, das wird. Lübern, Mafia, Waschmaschinen, Waffenmeuer, alles. Nur an dem muss man krass wollen. Gezogen. Ein paar Jahre werde ich mit den Lachen auf diesen Moment zurückblicken. Ich muss ein paar letzte Dinge mitnehmen und den Strom abschalten. Ich erinnere mich noch an das Feuer, das mein Labor in New York zerstört hat, weil ich hierher zurückkehren und mein Experiment fortsetzen kann. Dicker Schaltfläche auf die Halsfläche um den Brust. Ich dachte, ich werde Erfinder. Ist nicht so gefährlich, so nah an der Wand zu machen, sowas. Tür ist mit einem elektrischen Schubschluss versiegelt. Ich muss einen Weg öffnen. Also, ich klicken muss, doof.
Mädchen, Spaß für groß und klein. Alle sind dabei. Okay. Ich zieh mir die Jacke an. Ich bin raus. Sollen wir ja, ne? Kann mir den Schaltplan hier angucken? Oh, den Schlüssel, der sieht cool aus. Gegenstand, mechanische Schlüssel. Wie wirkt das mit einem Zahnrad-Symbol? Es muss irgendwas angepasst werden, bevor benutzt werden kann. Zieh den. Aha. Okay. Hab ich nicht verstanden, was der gemacht hat, aber ich habe so was Tolles gemacht. Kann man lesen, das ist vielleicht Englisch. Ja, aus Kostengründen können sie alles über Deutsch übersetzen. Oh nein. Moi Toys. Okay, das war Hilfestellung, ich hab's nicht gelesen jetzt. Hier wird nichts hervorgehoben oder so. Hier wird einfach so, mach mal. Eine fette Tür. Aber ist ja auch geil, ne? So nach dem Motto, ja, ich bastel am Strom rum und dann geht das nicht und dann ist Kacke. Das ist auch nur jetzt so Spaß hier. Okay. Wow. Ich kann Strom erzeugen. Muss man mir alles anklicken. Ja, schade, damit was das du nicht bewegen kann. Alles mit Maus macht. Das ist ein bisschen. Alles zeigt dir eine Lupe. Nein, wollte ich nicht. Guck mal, ich will gerne den Plan angucken, kann ich gar nicht. Man kann echt nur bestimmte Sachen hier angucken. Fragen hab. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt brauche ich nur noch ein Schloss, wo ich den reinstecken kann. Steht man da oben? Dann haben wir, interessiert sich nicht, was in der unteren Abdeckung verbergt. Guck mal an. Ach so. Ich soll eine Schüssel benutzen. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Oh Mann, bin ich doof. Ein Stock. Ein Holzstab. Ein Holzstab, ja geil. Und da ist ein Rätsel hinter. Ja, das kann man mit einem Holzstab machen. Oh Mann! Aber. Guck mal, so unsichtbar. Kann man hier reinpacken? Ja, guck mal hier. Und dann kann man hier.
Küchenmechanik hat was. Hat er gefunden. Ein gewickelter Drahtstange, ja. Ich kann mir schon vorstellen. Gewickelte Radstange. Und nicht. Eine gewickelte Drahtstange ist immer. Ich hab gesagt, eine Spule oder so. Reingehen. Aber. Okay. Boah, hier sind die unsichtbar. Ja. Wo könnte was passen, sowas? Das wäre ja. Hoppa. Gibt's hier irgendwo? Also, passt da nicht drauf. Hier. Die Schlösser lösen sich bestimmt, wenn ich hier irgendwie Strom drauf baller. Ich glaube, da muss ich kurz mal studieren gehen und dann sind wir weiter. Ah, halt mal. Hat er nicht gesagt, ich soll das Licht anmachen? Wieso geht die Kette jetzt nicht? Jetzt brauche ich das Licht nicht mehr. Jetzt brauche ich das Ding nicht mehr, oder was? Echt? Cool. Guck mal hier im Travo, aber. Auf dem Ledersofa. Sieht auf wie eine Batterie. Das ist Bombe. Das sieht sehr, sehr, sehr. Guck mal, kann ich wieder raus? Hast du denn Eisenbeschlag unter dem zuvor abgedeckten Schritt? Ja, hab ich doch gemerkt, du kleiner Kakadu. Ja, da. Ah, kann man noch an. Das ist doch super. Super. Ja, hab ich bemerkt. Was sollte ich jetzt machen? Hast du den Eisenbestand unter der Tour abgedeckt? Hab ich bemerkt? Ja. Hab ich. Ach, guck an. Und darauf ist aber. Oh! Ist toll, die Rätsellösung, ne? Aber irgendwie ist es auch. Schäme ich mich gerade, kopiert zu haben. Achso, guck mal, das sind so. Ah, guck mal hier, zack. Nicht zack. Ja. Hm, genau, hey. Ja. Wir begreifen das Spiel irgendwie. Das Ding ist doch falsch drin, Herr Hallo.
Ja, geil. Ich habe Rätsel alleine gelöst, ohne Hilfe. Gegner gefunden. Kann man kombinieren, ne? Schiebe den Ring auf den Schaft nach unten. Den Schaft bitte. Das Spiel hat was. Das ist doch ein Spaß gerade. Am besten noch Deutsch. Wäre glücklich. Nein, alles gut. Finde ich aber Buster besser als Buster. Buster, Pasta. Nee, besser als die komischen Mystery-Spiele. Guck mal, welche ich müde. Ich beanstrenge mich schon wieder. Guck mal, komm da raufpacken. Ah, ja, zeige. Ich bin da. Was jetzt? Ein Stink, ein Gegenstand. Empfänger. Wow. Ah, so. Weiß ich. Das ist gut, dass ich das auch machen darf. Ja! Was? Na cool. Das ist ja cool. Klick und Plan. So soll die Kacke aussehen. Für das elektronische Stück. Er ist sogar Deutsch geschrieben. Gegenstand gefunden. Gegenstand gefunden. Gegenstand nicht gefunden. Noch mehr Gegenstände gefunden. Aha. Mhm. Achso, kann ich so drehen? Oh ja, dann machen wir mal so. Ein Prototyp. Was ein Prototyp ist denn da, was ihr habt? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Eine Handbatterie. Okay. Crazy. Was hier? Was hat meine Erinnerung? Eine Allusion oder etwas ganz anderes? Erfahrung bringe, aber es muss. Ich muss hier raus. Oh, das ist ein Prototyp. Was kann ich da wieder zumachen? Nein, klick mit den linken Maustasten. Prototypen aktiviert das Ganze. Okay. Der Prototyp scheint funktioniert zu sein. Ich könnte versuchen, ihn in den Raum zu herauszukommen. Also so eine tragbare Akku. Der Powerbank. Das ist neu. Sogar Powerbank. Der Prototyp ermöglicht es, dir die Stromkreise aufzuspüren. Es hebt auf besondere Stellen mit hohen Elektrospannungsprozessen hervor. Die erwarten also einen Wohlaufraum eigentlich. Eine Funktion des Geräts freizuschalten. Suche dann an, wenn in alle Linien und jetzt zusammenlaufen. Mache dann einen Doppelklick, um zu kommen. Okay. Also wenn ich da zu alle Strom hinlaufen, da hingehe, drehe mich um und kann dann alles steuern. Okay. Es hat schon was, aber ich kann mir vorstellen. Kann man hier auch was machen oder nur gucken? Achso.
Ah, du Kacke! Und das so richtig ist. So ist es ja richtig und das. Mhm. Ach, jetzt muss ich nachdenken. Kacke. Jetzt muss ich denken. Und jetzt. Machen. Geht. Ich bin frei! Das ist Demo Ende. Ende. Loading. Ich ahne Böses. Das Abenteuer hat gerade bis begonnen. Vielen Dank, dass du das Demo in unserem neuen Spiel The House of Tesla gespielt hast. In der Vollversion erwartet dich nun viel mehr Abenteuer und Geheimnisse. Also füge es bitte zu deiner Wunschliste hinzu, benachrichtigt zu werden, wenn es auf Steam erscheint. Es auf Steam erscheint. Du hast das Kapitel abgeschlossen. 21 und 11 Minuten. Und hab zweimal Hilfe benutzt. Zweimal Hilfe. Benutzt. Das Spiel live zu spielen, will mir das Genick brechen. Weil am Zuber bin ich nicht der Hellste, weil ich denke, ich habe immer ein bisschen zu crazy. Mal hier. Ist das 5, 3? Wo sind 4? Okay. Zurück zum Hauptmenü. Ja, das war's. Tesla auf. Ne, Haus auf Tesla, nicht Tesla auf Haus. Haus auf Tesla. Dankeschön, dass ihr da wart. Euer Konki. Ciao, auf Wiedersehen. Goodbye.